Hallo und herzlich willkommen beim Creative Weblogging Style TV. Heute sind wir bei Semnok in Hannover und wollen uns ein wenig asiatische Lebenskultur anschauen. Semnok importiert seit 1994 die verschiedensten Einrichtungsgegenstände, zum Beispiel aus Thailand, Indonesien, China, Marokko und Indien. Das sind eigentlich genau die Länder, die als Wiege der Zivilisation gelten. Der asiatische Einrichtungsstil hat für mich etwas wie Housing, Cocooning. Das sind zwar eigentlich Schlagworte aus den 80er und 90er Jahren, aber es bietet sich heute auch wieder bei den Wohntrends, dass man wieder auf asiatische Sachen zurückkommt. Trends für 2008 in Sachen Wohnen sind zwar eigentlich Purismus, aber auch Dinge, die Emotionen bringen. Und jetzt schaut euch mal an, was bringt denn wohl mehr Emotionen als dieser coole Einrichtungsstil? Geschickt in euer normalen Wohnzimmer mit einem bezogen, machen solche kleine Dinger wirklich sehr viel her. Mit so ein paar kleinen Accessoires könnt ihr alles aufpeppen. Das gilt natürlich nicht nur für euer normales Outfit, sondern auch für eure Wohnung. Es gibt original alte Dinge, also richtig antike chinesische Stücke beispielsweise, aber auch viele kleine Sachen, die zum Beispiel von jungen Künstlern hergestellt werden. Wichtig ist bei Semnok immer so ein bisschen so dieser Loas-Gedanke. Wie werden die Sachen hergestellt? Kriegen die Leute, die dafür zuständig sind, auch wirklich genügend Geld dafür? Kann man damit überleben etc.?